Wir haben Argentinien besiegt und damit den Weltpokal gewonnen. Der Schiedsrichter, der bei jedem Spiel dabei war, voll unparteiisch, der Präsident mit der Trophäe. Und sie schießen scharf. Das geht aber gar nicht. Da müssen wir hinterher. Die drei wichtigsten Spieler verfolgen den Dieb. What are you doing? Return the trophy to us. Ha! Winning the World Championship Trophy doesn't mean you are the best team in the world. If you want your trophy, you will have to play against my team to determine the true world champion. Champion. Leckerer Pils. Glatzkopf. Ja, da ist Nintendo sehr von sich überzeugt. Wir denken, die wären die beste Mannschaft überhaupt. Geht's los? Muss ich was drücken? Ja? Hallo? Ich muss Start drücken. Gut. Special Game. Nummer 16 ist das. Mit vollen Balken Nintendo. Es wird nicht mal angezeigt. Und die nehmen gar nicht Sweeper. Die haben zwar 5 in einer Reihe, aber im Angriff. Ah. Sollte eigentlich dann besser sein. Und ich probiere es mit Manual. Ich habe es die ganze Zeit schon geschafft damit. Dann sollte es diesmal auch klappen. Und sie haben Yuka auf der Ersatzbank. Ich glaube, das sind die Entwicklernamen. Miyamoto sehe ich zwar nicht, aber ich denke, der hat mit Fußball auch nicht so viel am Hut. Puh, Klaus Augenthaler, Nummer 6. Es geht los, Kickoff. Seht euch mal an, wie stämmig die sind. Und bullisch. Und drückend, das wird schwierig. Guckt mal, die Zuschauer freuen sich, weil es Pause ist. Hab mal kurz den Ventilator angemacht. Also nicht wundern, wenn es rauscht. Check. Es wird langsam wieder ein bisschen wärmer, aber ansonsten ist der Sommer ganz nett. Das hätte schon mal ein Tor werden können. Wäre ganz toll gewesen. Das schwierigste Spiel im ganzen Spiel. Ja. Ja, ich hätte einen Flach schießen sollen. Solche Fehler sind echt tödlich. Jetzt habe ich natürlich keinen Verteidiger mehr. Und das geht super weiter. Super weiter. Toll. Ja, die 7, die Lothar. Die Lothar Matthäus. Geht doch. 1-1. Sieht sehr engmaschig gewebt aus, dieses Tor, muss ich ja sagen. 1-1, ist alles wieder noch drin. Zack. Ah, geht mir nicht auf die Nerven. Ich habe so wenig Verteidiger immer. Und ich kann auch nichts abwehren. Ich bin sowas von gearscht. Check. Die sind einfach zu gut. Ich habe keine Chance. Das ist Nintendo, gegen die hat keiner eine Chance. Weder Xbox noch PlayStation, was wollen die überhaupt? Nintendo war schon da, da gab es die noch nicht mal. Diesmal habe ich ihn bekommen. War aber knapp. Bin im Rückstand, das heißt, wir müssen uns anstrengen. So probiere ich das auch gerne. Wow. Herzinfarkt-Risiko. Ich wäre ja auch ein bisschen für Dänemark bei der Euro. Das wäre schon eine coole Sache. Wenn die gewinnen täten. Die Favoriten haben größtenteils echt nur Mist abgeliefert. Vielleicht Italien noch gar nicht so schlecht, außer im Achtelfinale. Da waren sie nicht so gut. Kann ich jetzt bitte mal gewinnen? Den habt ihr nicht reinbekommen. Oh, wie schade. Dann spielen wir mal die Verteidiger aus. Ey, nehm ihn doch einfach. Ja, ja. Geh weg. Das war der Letzte, der mir gefährlich hätte werden können. Natürlich muss er mich aufhalten. Und die denken auch, die können einfach durchlaufen. Sind genauso doof wie ich. Genauso doof. Ey, geh weg. Ja. Das war... Ich habe doch nach links, rechts. Oben links gedrückt. Mann. Es ist zum Kotzen.
Weg damit. Die könnten ja ruhig mal Spieler verlieren. Zu 10 wären die bestimmt leichter zu besiegen. Wenn die nur noch 10 wären. Ja? Du könntest die nochmal nehmen, den Ball. Geht doch hin, Leute. Warum gehen die nicht hin? Der steht weiter vorne. Ich muss ihm einfach abgeben. Und so kriege ich den nicht rein. Das ist der beste Torwart überhaupt. Da kann man nicht einfach drauf schießen. Da muss man hingehen und ihn austricksen. Zack. Ja. Nein. Die sind einfach schneller als ich. Was eigentlich keinen Sinn ergibt. Doch, ergibt Sinn. Mit dem Ball ist man halt langsamer. Ohne Ball ist man vielleicht schnell, aber mit Ball ist man einfach ein bisschen langsamer. Selbst die 7 bei Japan war da so gehandicapt. Naja, wenn es 1-2 zur Pause steht, ist das auch okay. Wir haben ja noch 5 Minuten Zeit dann. Jo. Ja, komm, 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 komm. Ja, 2-2. Perfekt. Alles wieder drin. Alles wieder drin. Jo. Danke. Nein. Jetzt keinen Gegentreffer mehr zulassen. Ja, weg damit. Ich wollte den Ball nur loswerden, sonst hätte ich ihn gleich verloren. Ich hab's gewusst, dass der Verteidiger jetzt wieder im Weg ist. Das ergibt zwar gar keinen Sinn, weil die keinen Sweeper haben, aber gut. Müssen wir hinnehmen. Jo, ja, du bist direkt vorm Tor. Du schaffst das. Oh nee, wo sind die ganzen Verteidiger jetzt hergekommen? Eben war noch alles leer vom Tor und dann sind sie plötzlich alle da. Oh, natürlich ein flachen Schuss. Ich wollte doch eigentlich nur großen, breiten, hohen Ball spielen. Ich führe. Ja, das ist ja mal genial. Das muss ich jetzt auch noch über die Runden bringen. Am besten noch ein Tor schießen. guter Tipp, ich weiß. Am besten Tore schießen und keins zulassen, dann kann man da eigentlich nur gewinnen. Eigentlich sehr simpel. Ich bin so nah rangegangen, was hätte ich noch machen sollen eben? Ich hatte gar keine andere Chance. Tja. Expertenmodus gegen Nintendo. So assig. Assihaft. Assig. Wie in der Asse. So stinkt's hier. Na, was soll ich denn machen? Wow. Wie habe ich denn den jetzt bekommen? Ah, mit B, mit Y nimmt man den Ball in die Hand. Ich verstehe. Gut, dass ich das zum... Der wäre reingegangen. Eine halbe Sekunde länger und der wäre drin gewesen. Alter, der Schiedsrichter kann mich mal. So, die zweite Hälfte. Ich spiele mit automatischem Torwart, weil ich das sonst nicht hinbekomme. Ich gebe zu, dass es nachkommentiert, weil ich ein paar Mal versagt habe. Und ja, habe ich jetzt doch nicht drin gelassen, war langweilig. Die haben mal Tore geschossen und ich nicht und fertig. Aber hier habe ich mit Rudi das Ganze rumreißen können und war total panisch. Und habe sofort versucht, dem Gegner den Ball abzunehmen. Hat natürlich oftmals nicht gelungen, ist das nicht. Und die sind echt drückend. Aber mit dem automatischen Torwart war ich dann doch ein bisschen besser drauf. Ein Spiel musste ich dann doch darauf zurückgreifen, ausgerechnet gegen das Schwierigste. Gegen die schwierigste Mannschaft. Ja, und da fühlt man sich doch schon sehr komfortabel im Vorteil mit 5-2. Und dennoch, innerhalb weniger Sekunden können die zurückkommen. Und wir haben noch über 4 Minuten vor uns. Und hier, das ist so nervig. Der Torwart kommt raus und hat den Ball. Man hat kaum Chancen. Wenn man früher schießt, hat der Verteidiger den Ball. Da hat man vielleicht eine Millisekunde Zeit, um den Ball korrekt reinzuschießen. Wie hier. Dann klappt es dann doch mal. 6-2. An dem Punkt, denke ich, könnte man schon über den Sieg nachdenken. Da versuchte er mich zu kriegen und hat mich einfach nicht bekommen. Leider habe ich dann schlecht abgeschlossen und dann war es natürlich kein Tor. Man wird natürlich auch leichtsinnig mit der Zeit, wenn man merkt, ja, ich bin gut in Führung. Und dann können die großen Fehler passieren. Die Musik übrigens ist auch einmalig, aber auch nicht meine Lieblingsmusik.
Hier, die mal kaputt. So ein Elfmeterschießen wäre ja auch schön gewesen, wenn das so 3-3 vielleicht geworden wäre. Aber dann zeige ich das nach dem Turnier einfach nochmal. Als Beispiel. Bin ja auch nicht der Beste darin. Goal 7-2. Ja, jetzt läuft's aber. Jetzt läuft's. Man kann halt nur diese Tore schießen. Oder fast nur. Geht kaum anders eins hin gegen die. Und das ist dann echt anstrengend. Die haben zwar keinen Sweeper, dennoch ist immer der Verteidiger direkt vorm Tor und hat den dann meistens den Ball, wenn man versucht, ihn reinzuschießen. Vorne haben sie gleich 5 Stürmer. Das ist auch übertrieben. Sehr übertrieben. Immer weg damit mit dem Ball. Hauptsache weg. Jetzt hätte ich mal der 9 passen können, aber nee, ich bleibe lieber bei der 10 und dann klappt es nämlich auch. 8-2. Sieht viel einfacher aus, als es dann tatsächlich ist. Wie gesagt, das war mindestens mein 10. Versuch, muss ich ja zugeben. Und da haben sie auch nochmal ihr Tor geschossen. Den hätte ich mit dem manuellen Torwart auch nicht bekommen, also da war ich auf jeden Fall besser beraten mit dem automatischen Torwart. Ja, und da schießt nochmal wieder aber geradeaus, obwohl ich nach rechts gedrückt habe, aber passiert immer mal wieder mal. 2,5 Minuten noch, die werden wir noch durchhalten. 8-3. Schade. Oh nein, wieso sind keine Verteidiger da? Ich weiß nicht, wieso das manchmal passiert. Und dann hat man natürlich keine Chance. Da wäre vielleicht so ein Sweeper-Verteidiger doch gar nicht so schlecht. Aber der bleibt dann manchmal einfach vor dem Torwart stehen und geht dann nicht auf den Gegner zu. Und dann bringt er einem auch nicht so viel. Weil der Gegner läuft ja nicht bis zur Kante meistens. Der schießt von weiter weg und dann geht er einfach meistens rein. Vor allem, wenn der Gegner Nintendo heißt. Da habt ihr nicht ganz präzise geflankt. Selber schuld. Weg damit, noch 2 Minuten. 4 Tore Vorsprung noch. 12 Tore. Im 10-Minuten-Spiel. Muss man sich auch mal vorstellen. Das geht doch gar nicht. Ja, Vorsicht. Ja, weg da, Lothar, du machst das. Pass dem Max. Dribbel durch. Und dann steht natürlich da wieder. Ah, keiner im Weg. Schön. 9-4. Der Max. An den ich mich immer noch nicht so ganz erinnern kann aus den 90ern. Wenn ich ehrlich bin. Aber den wird es wohl gegeben haben. Max Völler. Warum gibt es eigentlich keinen Rudi Völler? Den gab es auch auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt. Also ein paar gibt es da schon, die mir irgendwie fehlen. Aber vielleicht, ja, jetzt habe ich es mal wieder so versucht, aber das kann man vergessen gegen Nintendo. So geht ein Ball nicht rein. Das ist zu simpel. Gegen Argentinien hat es noch geklappt, aber nicht gegen Nintendo. Minute 15 noch. Schaffen wir. Vorsicht, lass sie nicht durch. Bloß nicht. Oh, natürlich wieder kein Verteidiger da, keine Chance. Überhaupt keine. Jetzt könnte es ja nochmal eng werden. 9-5. 65 Sekunden. Dass halt immer die Zeit angehalten wird, wenn gerade Pause ist. Voll unrealistisch. Vorsicht. Wir haben es fast. Streckt euch an, Jungs. Ja, 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 ja. Nein, natürlich nicht. Ergibt auch Sinn. Na klar. Ich habe zwar geschossen, aber er war trotzdem da. Ergibt Sinn. Voll. Ja. Vorsicht, nein, 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 weg, weg, weg. Natürlich sind da wieder 3 Gegenspieler. Aber der ist dann jetzt gut zu mir gekommen. Von beiden Seiten, von allen Seiten kommen die Gegner. Bloß weg mit dem Ball. Egal, ob er reingeht. Und die lassen sich manchmal einfach nicht faulen. Dann drehen sie sich weg und dann hat man ihn verkackt. Jetzt haben die eigentlich auch kaum eine Verteidigung. Aber trotzdem habe ich keine Chance, hier durchzukommen irgendwie. Schlimm. Egal, noch 10 Sekunden, dann haben wir es. Nein, die sind wieder alleine vom Tor, ich kann nichts machen. 9-6, was für ein Ergebnis. Komm schon, weg damit. Einfach nur noch durchhalten. 3 Tore schießen die nicht mehr. Und damit haben wir es geschafft. 3-2, 6-4. Das war anstrengend. Congratulations.
You have defeated the mighty Nintendo All-Stars team and demonstrated that you are the best soccer team in the world. Da kann Xbox und PlayStation mal gucken. Er mit seinem Zahnfleisch da, ne? Perfekt. Abspann. Congratulations, you are the world champion. Danke fürs Zusehen. Tschüss. So, der Abspann ist um. Wir kriegen keinen neuen Code. Ein Expert-Modus gibt es nicht. Also müssen wir den Emulator kurz mal resetten, damit wir überhaupt wieder in den Titelbildschirm kommen. Und eine Sache wollte ich ja noch machen. Dafür müssen wir ein Exhibitionisten-Game in Shootout. Bei Single Game kann man auch die Zeit einstellen, wie lange eine Halbzeit dauern soll. Das ist auch nicht so schlecht. Und hier kann man dann auch auswählen, dass man gegen zwei Player spielen will und dann mit diesem die Nintendo-Mannschaft heimlich auswählen. Aber das machen wir nicht, brauchen wir nicht. Komm, dann bleiben wir noch bei Deutschland. Gegen Belgien. Ich denke, gegen Belgien könnte ich gewinnen. Weil ich bin echt kein Experte in Elfmeterschießen. Bis 5 geht's erstmal und ja, einmal klicken und kurz bevor er den Ball anstößt, nochmal tippen. Dann wird er richtig schnell geschossen. Ja, das sieht gut aus. Jetzt muss ich ihn selbst befehligen, den Torwart. Das geht natürlich nicht automatisch. Da muss ich mich entscheiden. Oh, ich hätte springen müssen. Das konnte ich jetzt schlecht erkennen. Ja, aber den hätte ich halten können, ich weiß. Dann unten links. Ja, ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass der Torwart vom Gegner besser erkennt, wo ich hinschieße. Okay,
ist halt immer die Frage, springt man erstmal oder guckt man erstmal, wo man, wo der Ball hingehen könnte. Oben rechts. Das war knapp. Jo, ich führe. Aber irgendwann muss ich mal einen halten, sonst können wir nicht gewinnen. Oh, die werden auch besser. Ich habe extra Belgien ausgewählt, weil die ja so schwach sind. Die sind übrigens noch im Viertelfinale der EM. Mal gucken, hoffentlich werden die nicht Europameister. Oh nö, jetzt verliere ich doch. Na gut, das war wohl Ironie des Schicksals. Ausgerechnet gegen Belgien verliere ich jetzt hier. Den hätte ich aber haken können, aber langsam ist auch nicht immer leicht. Wenn ich jetzt reinschieße und dann halte, dann kann ich es noch schaffen. Ich mache mal nur nach unten. Wow, das war ein riskantes Spiel. Jetzt muss ich aber halten. Sonst habe ich verloren. Sonst habe ich verloren. Ja gut, egal. Ist nur ein Beispiel Elfmeterschießen gewesen. Bin echt kein Elfmeterschießer. Ähnlich wie Thomas Müller. Einige Zeit, das nicht mehr konnte. Dann sehen wir dieses Bild auch mal. Haben wir bisher noch nicht gesehen. Wie sie verloren haben und auf den Boden schlagen. Ganz lustig. Und die Musik, so traurig. Schön, dann haben wir das geschafft. Das war Super Soccer. Bis zum nächsten Projekt. Ciao.